Willkommen. Mein heutiges Thema ist, wenn man eine Betreuung beginnt, die schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Woran liegt das? Es gibt Klienten, deren Vormünder, ich spreche jetzt mal von Kindern, die Eltern haben, also Eltern, die Ja und Amen sagen, tun so, als ob sie für die Hilfe sind. Eigentlich sind sie gegen die Hilfe, weil sie sonst das Kind eventuell vom Jugendamt verlieren. Thematisierung ist dabei, wie soll ich das am besten erklären? Ich kann ja mal eventuell ein Beispiel mit reinnehmen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, man übernimmt eine Hilfe, wo man eigentlich, wo der Träger oder die Firma oder der Schulamt oder die Schule, wenn nicht die Schule, weil die Schule lasse ich jetzt mal kurz außen vor, erkläre ich nachher. Also wo der Träger sagt, ja, eigentlich braucht das Kind oder der Klient, nennt man das ja dann, keine Hilfe in der Schule, sondern die Hilfe muss woanders gewährleistet werden. Warum? Weil in der Vergangenheit schon Vorgeschichten gefallen sind. Die Schule sagt aber verkrampft, wir kommen mit dem Kind nicht klar, wir brauchen hier eine Hilfe. Dann kommt derjenige, der helfen soll. Übrigens, Schulbegleiter werden in vielen Schulen immer noch als fünftes Rad am Wagen angesehen und auch so behandelt, leider Gottes. Und das muss sich unbedingt ändern. In Berlin hat sich das geändert, aber auf dem Land wird man da behandelt, als wenn man ein Nichtsnutz wäre und nichts kann und nichts werden möchte. Das mal so am Rande gesagt. Das ist schade, dass die Inkompetenz pädagogischer Fachkräfte immer noch so weit verbreitet ist, dass die ihren Beruf eigentlich verfehlt haben, weil sie sich also nicht mal in ihre eigene Pädagogik halten können. Ist wirklich schade. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Die Schule sagt, zumindest ein gewisser Anteil derjenigen, wir kommen mit ihm nicht klar, der braucht eine Hilfe. Dann fällt aber komischerweise auf, der Helfer, die Helferin, die arbeitet mit dem Kind, mit dem Jungen, mit dem Mädchen, macht und tut und das Kind sagt ständig, nö, und greift es an, beleidigt einen, beschimpft dann sogar. Schlägt dann eventuell. Es wehrt sich einfach. Ganz einfach. Man spricht dann vielleicht mit den Elternteilen und sagt dann denen, wie es abläuft. Und die Eltern sagen, ah, ist das, boah, nee, das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich muss mal heute Abend mit meinen Kindern ein bisschen reden. Man denkt erstmal, ja, das ist ja gut. Die Eltern reagieren ja mal. Aber was geschieht eigentlich im Hintergrund? Das Kind hat ja nicht umsonst die Hilfe und der Träger oder die Firma oder der eingetragene Verein hat ja nicht vorab schon irgendwie eventuell erwähnt, das könnte schwierig werden, aber wir sollen das so machen. Wurde uns so aufgetragen. Da sollte man schon hellhörig werden. Fakt ist dann, mit der Zeit kriegt man dann mit, dass eigentlich zu Hause ja keine Hilfe gewährleistet wird. Das Kind wird zum größten Teil ignoriert, auch wenn die Eltern so tun. Die denken immer, die tun ihr Kind was Besseres, lassen es bis in die Nacht Fortnite spielen, beschenken es, lassen es Süßigkeiten in sich reinstopfen, dass es fett wird, lassen es sauer an der Konsole die ganze Zeit spielen, damit verdummt und solche Sachen. Und denken, die tun ihren Kindern was Gutes. Anstatt ihrem Kind mal ein bisschen Zuneigung zu geben, ihrem Kind mal ein bisschen Wärme zu geben, mit dem Kind sich mal ein bisschen zu bewegen, aktiv zu werden. Nein, sie stopfen es mit Süßigkeiten zu und alles Mögliche und hauen vielleicht noch zu Hause irgendwelche Sachen raus, trinken vielleicht vor dem Kind regelmäßig Alkohol und hauen irgendwelche Ausdrücke raus und so weiter. Und das Kind macht das natürlich in der Schule nach. Dann kommt natürlich die Fachkraft oder der Betreuer oder die Hilfe in der Schule in einem Satz und versucht, die Erziehung der Eltern wieder gerade zu biegen. Eigentlich müssen die Eltern die Erziehung der Schule zu Hause wieder gerade biegen. Das ist normalerweise der Regellauf, wo sich dann die Eltern aufregen. Aber in dem Moment regen sich dann die Betreuer auf. Weil wir müssen dann das ausbügeln, was die Eltern versemmeln, weil sie einfach inkompetent sind.
oder aber nicht wollen. Von außen wird gesagt, hui, ja, wir machen und so weiter, aber es wird im Endeffekt ja nicht gemacht. Das Kind wird zu Hause im Stich gelassen, unbewusst. Komm, wir geben jetzt ein bisschen Schokolade, denken, damit das, damit sich, dann ist die Sache getan und dann hört es auch auf. Und dabei ist es nicht so. Das begreifen die nicht. Und passt auf bei solchen Klienten. Das Kind kann nicht dafür, für die Inkompetenz der Eltern. Spricht das klar und offen mit euren Träger ab, mit euren Firma, mit euren Arbeitgebern. Mit die Schule müsste aufpassen, weil manche Direktoren, die sind, fühlen sich da sofort angegriffen. Also innerhalb der Schule sollte man sollte offen reden, aber man muss aufpassen, wie man die Sachen sagt, weil es gibt genug Lehrkräfte, die denken, das ist so, ja, die sind ja bloß ein Helfer, die sind ja bloß ein kleiner Betreuer, die haben studiert, dem müssen wir kein wahres Wort im Mund legen und solche Sachen. Also passt da ein bisschen auf, was ihr in der Schule sagt, als Helfer oder Schulbegleiter, Integrationshelfer, wie sich das schimpft, solange ihr keine Schulassistenten oder Schulcoaches seid. Ja, seid ihr in den meisten Schulen das fünfte Rad am Wagen, um ehrlich zu sein. Und zumindest auf dem Land. Passt auf, und wenn ihr solche Klienten erlebt und solche Eltern habt, die da auch so kommen, wo ihr schlechtes Bauchgefühl habt, dann spricht das offen beim Träger an und bei der Schule eher mit Samthandschuhen. Ihr wisst nicht, wie hinterrücks Direktoren und Lehrer hinter dem Rücken reden können. Ja, nichts gegen Lehrer, die tun echt ihr Bestes. Die meisten Lehrer sind auch klasse, aber es gibt auch wirklich faule Eier. Die denken, sie wären was Besseres. Ich habe viele, viele Jahre dafür gearbeitet, geackert, gekämpft, gelernt, gebüffelt, ohne Ende. Ich habe getan und gemacht und ge also wirklich. Damit ich meinen Status bekomme als Erzieher, pädagogische Fachkraft, medizinische Fachkraft und solche Sachen. Ich habe getan und getan und getan. Ich lasse bei mir zum Beispiel nicht mehr dulden, jemand, der neu in der Branche ist oder die Qualifikation noch nicht so richtig hat, der sollte aufpassen, was er sagt. Ich lasse mir das nicht bieten, weil ich habe meine Erfahrung, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will. Und ich kriege das auch sofort präventiv und quasi auch in der Betreuung mit, wie das ungefähr so abläuft. Ich sehe das schon vom ersten, zweiten Tag an, wo es ungefähr hängt. Ich hatte einen Klienten, da ich ab dem ersten Tag gesehen, gut, der hat so eine Art, ich sage jetzt nicht Helfersyndrom, aber der hilft jeden. Und ich hatte die Vermutung, ohne dass ich es wusste, dass er zu Hause nicht genug Hilfe kriegt, mal bekommt, die er sich gerne wünscht, und das irgendwie woanders kompensiert, indem er es in der Schule zum Beispiel total übertreibt mit seinen Hilfen, was die anderen natürlich total schief sehen. Wo ich das angesprochen habe bei meinem Arbeitgeber, wurde mir zugestimmt, so ist es auch. Ich war immer nicht erstaunt, aber ich wusste, woran es lag. Dann am zweiten Tag habe ich gewusst, es liegt nicht an der Schule. Wir können machen, was wir wollen. Da kann auch ein Psychologe kommen und den in der Schule betreuen. Es bringt keine Hilfe. Ja, ich habe den zweiten Tag schon gesehen, aber ich habe, ja, gut, ich habe mitgespielt, weil es die Schule so haben wollte, weil die Direktorin war, ist, ich sag jetzt mal, ein hinterlistiges Luder gewesen. Vorne hui, hinten pfui, also hinten redet sie nur Scheiße und vorne lügt sie einem ins Gesicht, so lächelnd, lobt sie einen und alles Mögliche. Nee, müsst aufpassen bei manchen Direktoren. Manche sind wirklich ehrlich, viele sind seelensgute Menschen, aber es gibt wirklich einen kleinen Bruchteil, die nennt man wirklich faule Eier. Da müsst ihr wirklich aufpassen, was er sagt. Das ist so mein Feedback bei Klienten, wo ihr Achtung geben müsst, weil eventuell das System in der Schule schief läuft, das System zu Hause mit der Erziehung schief läuft und keiner so richtig weiß, wer eigentlich für was zuständig ist. Dann verabschiede ich mich mal mit dieser Folge. Bis dahin und bye bye.